Wir spielen heute wieder unsere alten Minecraft Jump'n'Runs. Aber diesmal nicht alleine, sondern mit Junosch. Und auch nicht aus dem Jahr 2017, sondern 2016, also 7 Jahre her. Viel Spaß. So. Alter, erkennst du die geilen Maps, Alter? Willkommen bei uns am Jump'n'Run. Wir hoffen, ihr seid keine Low-Bobs und schafft das. Jump'n'Run, LG Jan, das beste Baby Banjo. Hab ich schon mal erwähnt, dass meine Sprint-Taste leicht kaputt ist? Egal. Deswegen gibt's Autosprint. Ja, irgendwie, nein, das ist verbuggt, nicht kaputt. Achso. Ich hoffe mal, das ist dann machbar, weil... Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, welches das ist. Ja, das erinnere ich mich auch. Oh, ja. Ich dachte, das wäre eins von den anderen Jump'n'Runs, die ich gemacht habe. Oh, das ist voll scheiße hier, da muss man die Perle werfen. Easy. Ja, kein Problem. Ich bin mal nicht drüber. Fang mich. Hallo. Ach, okay. Hier, da muss man die... Ne, an der Wand. Ah, ja. Ja, ich erinnere mich. Aber ich weiß ganz genau, dass man da drüber jumpen kann von oben und es cheesen kann. Eins, zwei. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, wie weit. Zwei, drei. Ach, Digga, ich freestyle das jetzt. Pass auf. Oh. Nicht funktioniert. Boah, ich hab voll die Five-Head-Idee. Ich bin drüben. Ernsthaft? Du musst dir das nicht merken. Du kannst einfach zwei, dann gehst du eins nach links, zwei nach vorne, drei nach rechts, eins nach links, drei nach vorne und dann kannst du überspringen. Oh, ich hab mich aber umgebracht fast. Ich bin gerade einfach durchgehüpft. So, easy. Ich glaube, das habe ich gemacht, den Part. Wir haben es immer abgewechselt, ja, jetzt kommt wieder dein Part. Oh, ja, das klingt nach mal. Das ist ein Part von mir, Was mache ich hier? Part von mir. Ach Gott. Und dann so richtig. Der Sprung hier ist richtig dumm einfach. Ich hab einfach zu weit. Das war doof. Ich hab zu weit. Ich wurde von einem Amboss umgebracht. Ja, das ist sehr stark Modul von mir. Oh, ich assi. Aua, ist das laut. Au! Junge, warum ist der Amboss so laut? Holy fuck. Ich weiß nicht, er hat mich jetzt auch, glaube ich, gerade 15 Mal umgebracht. Aua. Alter, das ist viel zu laut. Also, das ist. Aber das tut mir das im Ohr weh. Holy fuck. Aua. Wenn ihr zu zweit da seid, dann teilt euch auf. 1v1. Stimmt. Direkt rein und dann nach links. Ja. Hi. Genau. Okay, warte. Ich muss kurz mein Ohr jucken. Ich bin Spieler 1. So. Warte, was muss ich machen? Gegeneinander. Okay. Auf die Plätze. Easy. Aua. Wait, man hat Regeneration, oder? Ja. Ah, okay. Ich komme nicht aus der Lava raus. Hä? Was soll das denn? Och nee. Ach, Digga, was ist das denn jetzt hier? Was haben wir getan? Hä? Ah. Ich hab's verkackt, ich bin gestorben. Ich bin auch gestorben, hä? Was ist das Scheiße? Hä? Ich sehe halt nichts durch diese scheiß Feuer. Ja, das killt mich auch. Ich bin tot. Mann, okay, der Trick ist, du darfst nicht auf die Plattform gehen, weil die nimmt dir alle Effekte weg, so wie die Regeneration und so. Jetzt chill ich hier erstmal und warte, bis ich irgendwie nicht mehr brenne. Aber du kriegst doch sonst keine Enderperlen. Ja, aber ich warte erstmal, bis ich nicht mehr brenne. Weil die Regeneration wird ja auch geklärt. Was haben wir jetzt dabei gedacht eigentlich? Ich versteh's nicht. So. Ich bin jetzt gleich. Wenn ich jetzt nicht gleich aufhöre zu brennen, sterbe ich wieder dran. Ich Idiot. Boah, mein Gott, ich hab ganz knapp überlebt. Wer hat gewonnen? Lach, Smiley. Warte, gib mir noch eine Sekunde, ich komme wieder nicht aus der Lava raus. Du bist neben mir, wie geil. Oh, ich bin wieder draufgesprungen. Dann beeil dich. Ja, hoch und dann nach da. Schnell jetzt nach da, rechts. Nice. Let's go. Oh. Autsch. Hua. Ups. Ja, ich muss sagen, wir waren gar nicht so schlecht auf dem. Nee, ja. Wieso ist dein Teleporter? Au. Hier oben drauf ist ein Teleporter. Ach so, da geht's weiter. Ich bin ja lost. Ich fühl 10 Jahre und ich mag diese Sprünge immer noch nicht. Ich habe meinen Bildschirm ausgemacht. Was? Ich bin mir nicht sicher. Ja, also den Anfang. Oh Gott, ich kann mich doch erinnern an den Mond. Man sieht den Mond schon da oben. Den Mond? Warte, daran erinnere ich mich gerade noch nicht. Muss ich durch den Teleporter? Ja. Okay. Okay, gibt's hier noch irgendwas anderes, bevor wir... Nee. Was ist der Grund von diesem Raum? Einfach nochmal ein bisschen flexen. Kommt hier nicht jetzt ein... Ja, jetzt kommt das. Gott. Ja, mit Jump Boost. Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Ja, aber es sieht recht easy aus. Ups. Ja, außerdem ist es zu blöd in dem Moment. Das Schwierige wird nur das hier, glaube ich. Wir wollten auch eigentlich nur mit Teppichen bauen, habe ich das Gefühl.
Ja, wir sind irgendwie sehr Tepic-Fans. Digga, der hat sogar ein Gesicht, der Mond. Wait, raucht der? Der hat einen Mund, der einfach. Das klingt aber sehr nach dir. Der hat einen ja, ich hab den, glaube ich, auch gebaut. Ich wüsste nicht, warum ich einen Dingsbaum habe. Kann man da oben drauf? Nee, wie soll ich denn jetzt da zu dem Ding hinhüpfen? Oh, schade. Okay, man muss oben drauf bleiben. Aber wie soll man denn da oben drauf bleiben? Ich frag's mich auch gerade. Ja, wobei es geht, aber man fängt sich halt die ganze Zeit in dieses komische Spinnennetz ab. Schon, komm schon. Ich glaube, man muss halt richtig spät abspringen, dass man dann nach dem Netz da rein denkt. Nach dem Netz, genau. Oder man macht ein. Ich bin so ein Pfeifert. Oh mein Gott, bin ich klug. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber du darfst nicht vom Zaun springen, sondern vom Teppich. Das heißt, du musst am Rand jumpen, weil dann dotzt du nicht oben an. Ich glaube, das war so gedacht. Wenn du den gebaut hast, dann war das so gedacht. Ich bin mir nicht sicher. So, was kommt jetzt hier? Yo, sind wir doof? Okay, das ist ein Easy Jump. Das sieht auch wieder nach was aus, was ich gebaut habe. Ich glaube, ich habe es irgendwie verkackt hier. Wie geht das überhaupt? Ah, so. Boah, hier muss man richtig spät abspringen, so dass man nicht hängen bleibt. Weil sonst hast du, glaube ich, schon verkackt. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Check. Kling. Ich warte mal hier drüben. Ah, okay, hier geht's jetzt. Och nee, Digga. Oh nein. Hier kommt jetzt das, Och Gott. Wie viel Aus hat PewDiePie? Damals noch der. Nein, nein! Echt? Ich bin in der Hölle. Was? Also hier geht's weiter. Und ich hab Nausea. Der hatte nur so ich wenig nicht, damals? Ja, richtig wenig hatte er damals, ey, wow. Er sollte sich schämen für seine 40 Millionen. Nein, for real, also ich dachte wirklich, der hatte damals jetzt schon die 60 Millionen. Ich glaube, actually, wir haben das sogar so gemacht, dass man, wenn man da reingeht, zu dem vorherigen Checkpoint resettet wird. Ich hätte es gerade echt fast gemacht. Also ich hätte uns gerade fast beide da reingeleitet, weil ich dich unbedingt überzeugen wollte. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich habe zu wenig Leben, um hier weiterzukommen. Hä, was ist das hier? Au. Du musst einfach, musst da gar nicht drauf. Du musst da gar nicht hin. Du kannst einfach von da aus an die Leiter hüpfen. Kommt das nächste Quiz. So eine Scheiße. Warum haben wir denn da noch so ein Quiz reingepackt, Mann? Ja, weil wir cool waren. So, Frage 1. Wie hoch ist die Spawnrate von einem Huhn, wenn man ein Ei wirft? Stopp. Frage 1, wir hatten gerade eben schon eine Frage. Wieso ist jetzt nochmal Frage 1? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was die Antwort ist. Perfekt. Easy. Frage 2. Wie heißt der Ersteller des Jump'n'Runs? Jan de Best? Ja, oder? Eindeutig, Alter. Hä? Das ist einfach nur das A größer. Ja, ist ja, also ja, ist ja auch nicht so, als würde rechts stehen, wie die Person heißt. Letzte Frage. Wie craftet man sich eine Redstone-Fackel? Hä? Wir haben ja keine Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, hier waren mal irgendwas. Aber ich glaube, das war ein Joke vielleicht. Und das ist beides richtig. Ich gehe hier lang. Das klingt aber auch wieder nach was von dir. Nope. Ach, ja, Digga, natürlich war falsch, wo ich lang gegangen bin. Was finde den Weg über die Lava. Vor allem, finde den Weg über die Lava. Wo ist denn hier die Lava? Oder ist das ein Joke? Hä, hey, warte mal, muss hier... Ja, das ist auch so ein Joke, den du gebracht hättest. Jetzt habe ich gerade Schaden bekommen. Von mir. Och nein, ich kann mich dran erinnern, hier war richtig nett. Oh, das war asozial. Ja. Oh, das war richtig assi. Weil das kommt, glaube ich, gleich ein Vierer-Jump. Aber ich habe irgendwie bei meinem Video schon das Gefühl gehabt, Vierer-Jumps sind einfacher geworden. Ich weiß es nicht. Ich bin bis jetzt auch wenig an Jumps gefällt, sondern einfach nur, weil ich zu dumm war. Digga, was man jedes Mal durchs Portal muss. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich glaube, das hat nämlich ich gebaut, den Scheiß hier. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich dran, den Obsidian-Turm gebaut zu haben. Aber du warst doch nicht so einer, der so einen Asi-Vierer-Jump gemacht hat, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Weil ich den meistens nicht geschafft habe, deswegen habe ich das nicht. Ich hänge ja gerade auch. Okay, nice. Vielleicht hab ich dir auch geholfen, den Obsidian-Turm zu bauen. Vor allem, dieses ganze Ding hat nicht mal irgendein... Also, es hat kein Thema. Nee. Es existiert einfach nur. Das heißt einfach Modul... Ja, wobei, es heißt Modul-Jump. Es sind verschiedene Module. Ja, so weit komme ich auch noch, aber trotzdem. Irgendwie aber jedes Mal durchs Portal gehen. Ich laufe immer durch dieses scheiß Portal durch. Ich kann das nicht mehr. Und diesen ersten Sprung da an die Leiter, habe ich die ganze Zeit geschafft. Jetzt gerade eben schaffe ich ihn nicht mehr. Nein. Ich wollte den Doppelsprung machen, hab nicht geschafft. Bist du mit Schwung rüber oder bist du einfach so? Ich bin tatsächlich mit Schwung rüber. Also ich bin vom vorletzten auf den vorletzten zum letzten. Ich überleg grad, was ist das noch für Sachen kommen? Was hat der Mann geschafft? Danke. Genau. Alle, an den erinnere ich mich noch. Juhu. Was eigentlich nicht? Müssen wir jetzt runter? Hä? Warum sind hier denn.
Aber war hier denn ein Checkpoint, wenn hier wieder einer ist? Kann ich aber einfach einen Cave-Sound bekommen? Das ist ein Vierer, du musst ihn mit Schwung nehmen. Easy. Oh, schade. Nein, was ist das hier für... Wait! Hä? Okay, ich dachte kurz, hier ist ein Sprung, der verbuggt, deswegen... Der 1,20. Okay, ein bisschen buggy ist es. Oder wegen der 1,19. Bisschen buggy ist es, aber es ist machbar. Ja, für dich. Das Spiel mag es nicht, wenn man gesneakt in die Decke hüpft, weil man ja in der neuesten Version einen halben Block kleiner ist. Basically hüpfst du einfach zwischen die Leitern und sneakst dann. Ja, oder so. Oh, war das knapp, Alter. Oh nein, 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 hier kann ich mich... Oh mein Gott, hier hing ich selber mal lang. Weißt du warum? Warum? Siehst du es schon? Das guck mal da rüber zu den drei seelosen Blättern, wie weit alle drei auseinander sind. Bummst dich doch. Geh doch einfach dahin. Ja, zu vier. Was machst du da? Ich hab keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Okay, hier könnte ich jetzt... Bei mir ist auch ein Vierer. Ja, den schafft man noch easy. Aber hier hat man wieder keinen Schwung, um diesen Vierer zu nehmen. Kein Wunder, dass niemand unsere Map gespielt hat, Alter. Ah, oh, scheiße. Alter, ja, das könnte jetzt echt eine Weilchen hier dauern, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn du einmal den ersten geschafft hast, kommst du beim zweiten auch locker durch. Ja, oder? Ja, wegen Schwung und so. Komm schon, Banjo. Gibt's nicht so einen Doppelsprung auf der Stelle? Ja, aber, ja, basically, wenn du das... Ja, das habe ich... Das irgendwie... Hab ich nie gekonnt, aber irgendwie hat das jeder immer gemacht. Das ist, glaube, das ist alles Einbildung nur. Nein. Oh, ich hab's! Ja. Es hat mit dem Doppeljump funktioniert. Oh, geh ich auf die Pyramide. Was ist das überhaupt für eine Pyramide? Ja, safe von mir gebaut. Also, die ist nicht sowas, baue nur ich. Die ist fucking rechteckig. Sowas baue nur ich. Wie du da immer schwimmst noch. Nein, nein, Bro, das sind 6 Blöcke. Das wäre schon geil, wenn die Treppe anders gedreht wäre, hätte ich es locker geschafft. Na, was? Kommen hier eigentlich noch irgendwelche Wichser? Ja, hier ist dann Portal. Oder was meinst du? Ja, einfach auf dieser Map. Erinnerst du dich noch an irgendwelche Arschlöcher? Also ich erinnere mich an... Boah, schwierig. Es kann sogar gut sein, dass es bald vorbei ist. Du kannst ja schon mal vorausgehen und... Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt durchs Portal gehe, es einfach instant vorbei ist. Ja, dann muss ich das hier nicht mehr machen, bitte. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, hier ist das Ende. Hier ist legit das Ende. Ach nee, ich kann das nicht mehr. Ja, soll ich finishen? Ja, bitte finish einfach, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde, ich habe 500 Tode angesammelt. Tschüss. Hä? Wait. Ich hoffe es auch. Oh. Helfer bin ich. Damals hat man mal die Bauzeit dazu geschrieben. Viel Spaß bei meiner Web. Helfer BW Banjo. Alter, wieso habe ich da Helfer, wieso habe ich meine Bauzeit dahin geschrieben? Das hat man damals immer gemacht. Ich hab's genau gesehen. Ah, das Haus, das habe ich gebaut. Das war damals so ein Style, den ich hatte hier. Du hattest allgemein so ein Style. Ja, das ist eindeutig dein Haus. So, hier sind auch 4 Sprünge, aber bei den kann man allen Schwung nehmen. Ja, aber die kennst du das noch, das Modul? Ja. Ja, das habe ich straight nachgebaut aus dem, ich muss sagen, dieses bewegende Blockteil am Anfang ist ja ultra wichsig. Dann habe ich den Pokéball, das Poké... jetzt habe ich es gespoilert. Nice. Ja, das sieht nach einem Modul aus, das du gebaut hast. Normaler Pokéball, Superball mit Tentoxer oder okay. So ein Schwanz, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass das ein Superball darstellt. Dann hier mein Lieblingsstarter-Pokémon, natürlich ist es hier. Okay, Lass ist dein Lieblings-Pokémon? Lieblingsstarter-Pokémon. Ja, das stimmt. Die Augen sind terrifying, Alter. Dann keine Ahnung, was das hier sein soll. Noch ein Tentoxer. Vieh. Mega. Ne, wie heißt die Scheiße? Ultraball? Ne, nicht Ultraball. Great Ball. Das ist doch ein Ultraball. Superball? Achso, doch, stimmt. Ultraball. Ich, der Pokémon-Profi, weiß nicht, wie Pokébälle heißen. Boah, ich hab mir. Ey, Basti hat auf seinem. Also, Basti GG hat auf seinem zweiten Account 4 Stunden Pokémon Soul Link hochgeladen. Ich hab mir das von Papa Platte angeschaut. Da hatte ich richtig Bock, mit dir eine Soul Link zu machen. Ich auch. Was ich eh schon länger vorhatte. Bin erst erstmal runtergefallen. Wir müssen es aber echt mal machen. Actually, ja. Naja, man könnte auch so wie die das machen, so ein. Du tust du einfach die. Wait, wenn man am Rand vom Soul Set ist. Nee, ich bin einfach kacke. Was hast du eigentlich geraucht beim Bauen von den Heißluftballons? Wie eckig die sind. Mensch, habe ich dir nicht beigebracht, wie man rund baut? Ich hab so häufig Heißluftballons geworden in meinem Minecraft-Leben. Du reviewst meine Welt, ich review deine Welt. Da sehe ich uns. Ich habe aber nicht so viel, glaube ich. Ja, da hätte ich echt Bock drauf. Am besten im Stream oder so und dann zusammenschneiden. Ja, aber das Problem ist, im Stream wird es dann... Ja gut, dann könnten wir einfach nebeneinander streamen. Jeder streamt seins. Aber wenn es halt nicht nebeneinander ist, ist es fast blöd, oder? Oh!
Easy. Oh, Vierer. Easy. ich wollte gerade was jetzt sagen. So, okay, du jetzt mal vor hier, das stört mich voll, wenn wir einander das kack gelbe Dinge machen. Das soll diese Plattform jumpen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich glaube, das war meine Idee, weil ich habe das bei meinem anderen Jump'n'Run schon so gehabt, so bewegende Kackblöcke. Ja. Oh mein Gott, ich bin oben. Alter. Das macht das Ganze dann nämlich nochmal ein bisschen schwerer, aber ich glaube, das würden wir dann einfach erst mal durchlassen. Wir haben einfach 1-1 gecosplayed gefühlt. Also Super Mario 1-1. Oh, das kann ich mich erinnern. Hä, ja, war das nicht? Doch, daran erinnere ich mich auch. Da, ich sehe schon den ersten Vierer. Jo, zwei Vierer hintereinander. Zwei Vierer hintereinander. Haben wir nicht gerade schon einen Vierer gehabt? Ja, aber der war mit Schwung und der hier ist ein bisschen weniger Schwung. Ich kann das nicht nochmal. Spielen wir eigentlich Mario Wonder dann zusammen durch? Boah, das wäre funny. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was ist das jetzt hier? Okay. Okay, ich hab das Modul geschafft, aber das kann, ich kann mich nur so an das erinnern, Digga, das war voll der Krampf. Wie springe ich du? Also ich würde dir raten. Nee. Genau deswegen. Ich würde dir raten, von dem anderen zu jumpen. Weil da hast du eine Absicherung. Genau, du wirfst jetzt auf den hier, weil das eine Absicherung unten. Genau. Bro. Alles gut, alles gut. Versuch doch auf den hier zu hüpfen. Hast du gerade versucht, den zu hüpfen? Bitte sterb jetzt nicht. Du hast nicht mal endlich Leben. Danke. Oh mein Gott, danke Jesus. Ach nee, was ist das schon wieder hier? Das ist auch was easy. Eindeutig du gebaut hast. Ah, und hier kommt das Bad Boss Modul. Das habe ich gebaut, eindeutig. So, jetzt erst einfach hier runter. Ja, das habe eindeutig ich sterb gebaut. Einfach gleich. Aber die Bad Boss Map war auch wirklich cool. Die Bad Boss Map war auch wirklich cool. Mhm. So seine der ersten Standard-Dinger. Also siehst du so, wie es ist? Wie oft ich die bei Paluten gesehen habe, ne? Autsch. Aua. Nein, das ist schon wieder ein Schwungsprung. Egal, hast du geklappt. Hi. Das ist ein Survival-Games-Map, I guess. Wir haben da auch nichts dazu geschrieben, was jetzt kommt und so, ne? Ja. Das war eh eine ganz wilde Map. Oh, nee, die Map gibt's sogar auch wirklich. Da habe ich jetzt gerade ein richtiges Déjà-vu, weil ich nämlich mit einem Kollegen und einem anderen Kollegen mal zusammen Jump League gespielt habe. Und da, der eine von den Kollegen ist einfach an diesem Modul hier die ganze Zeit... Da steht Boss. Was? Ja, da ist die ganze Zeit ein Modul verzweifelt, hat dann fast geweint gefühlt. Und am Ende haben dann im PvP-Event ich und der andere Kollege einfach alle zerstört, der andere ist als erstes gestorben. Schau mal hier rüber. Guck mal geradeaus. Boss. Ach, Boss. Ja, das ist sauassi, das Boss-Ding, das weiß ich noch. Ich sterbe übrigens gleich. Ich brauche jetzt definitiv hier Checkpoint. Boah, ich war eigentlich immer der links lang gegangen ist. Deswegen gehe ich jetzt wieder links lang. Links ist, glaube ich, einfacher für mich. Auch wenn es genau gleich ist. Ja, okay, ich weiß, was... Okay, ich sag nichts mehr, Digga. Voll einfach. Okay, scheiße. Ups. Der eine Sprung ist sehr... Der ist voll einfach, Digga. Wieso dachte ich, der wäre schwer? Der um die Ecke? Der um die Ecke? Wir beide First Try jedes Mal geschafft. Also ich glaube, der ist glaube ich, echt machbar. Soll ich schon mal weitergehen? Ja, hier ist ja kein Checkpoint. Ich muss ja noch weitergehen. Ja, hol dir den Checkpoint und dann kannst du warten. Ups. Das kann man mittlerweile cheesen, weil... Okay, aber meint, ich krieg Schaden. Man kann nichts cheesen. Nein, ich habe den ersten geschafft, den zweiten versagt. Nein! Scheiße, in diesem Spiel. Doch, Mann! Da ist ein Vierer um die Ecke. Vierer um die Ecke. Da ist ein Vierer mit einem... Ne, warte mal. Keine Ahnung. Ja, ich nehme. Du darfst noch nicht zu weit hüpfen. Stark. Den musst du auch mit Schwung nehmen am besten. Ja, perfekt, Digga. Oder man hüpft gar nicht. Ich finde das so nervig, um diese Ecke zu springen, der zweite. Haben wir denn keinen Checkpoint hier irgendwo hingemacht, Mann? Ja, das hast du gebaut. Davon distanziere ich mich mal direkt, weil ich hätte da eine Leiter hingebaut, dass man einfach nur so um die Leiter springen muss. Aber du musstest es ja gleich wieder übertreiben. Ich habe sehr sadistische Jump'n'Runs gebaut. Habe ich so überlegt, ob ich in den Chat was schreibe, aber habe es dann gelassen. Wie soll man den Sprung schaffen? Ich bin... Scheiße, Alter. Ich sehe dich da hinten. Ich beobachte dich. Kannst du bitte einfach beenden? Okay, ja. Bro, ich weiß nicht, wie man den hier machen soll. Hab ihn? Oh mein Gott. Oh, danke Jesus. Ah, okay. So. Jetzt sind wir bei dem Problem, was ich von dir vorhin angesprochen habe. Ach, jetzt sind wir erst bei... Ich hänge hier ein bisschen fest. Also hier ist das Jump'n'Run vorbei. Wortwörtlich oder geht nicht mehr? Ich komme nicht durch die Trapdoor. Achso, das ist verbuggt. Ich hab's durchgeschafft!
Hä? Oh mein Gott. What? Das ging nie. Jetzt noch eine Trapdoor. Nein, durch die schaffe ich es nicht. An alle Leute, die dieses Jump'n'Run auch gerne spielen möchten, sucht einfach die Namen nochmal oder die IDs und spielt sie gerne auf und dann könnt ihr bewerten in den Kommentaren unter diesem Video. So, ja, dann immer. Nee, ist nicht machbar. Siehst du mich? Ja. Hallo. Okay. Hier rum, oder nicht? Ja. Geht es nur um deine Seite oder auch bei mir? Es geht überall, aber ich glaube, ich bin sogar auf der anderen Seite confidenter, weil ich da auch die anderen um die Eckensprünge gemacht habe. Ja, actually, direkt first try. Oh mein Gott, hier ist die scheiß Trapdoor, Junge. Was steht hier? Hier ist nichts auf dem Schild. Nichts einfach. Hast du schon unseren Kanal mit einem Abo bewertet?